Hallo liebe Leute und als erstes mal Dorgan. Wir sind wieder zurück hier und ja. Mit einem Sieg nicht ganz so souverän. Es hat gereicht für Fürth, aber es war halt nicht so wirklich mega berauschend. Aber was für mich überraschend war, war Kruse, der hat ja wirklich stark gespielt und war nicht mal Ja, voll Niveau. Einwechslung da, das Tor gemacht, klar, ja, war schon gut, die Einwechslung. Hat das Spiel ja entschieden. Ja, und er war noch nicht mal voll Fittigkeit, voll Niveau. So. Abschließend, bevor wir jetzt im Spiel. Glanzvorstellung von Höhen, aha. Wollen wir mal einen Co-Trainer schicken? Ja. Wir schicken jetzt mal einen Co-Trainer. Wir sind krank. Ja, wir haben keinen Bock. Sind wir eh immer die gleichen Fragen. Ah. Wie fanden Sie den? Was fanden Sie den? Okay, dann ist. Na, höchstens eine Frage zu Kruse hätte ich jetzt interessant gefunden, aber. Ja, da war schon wirklich. Dann hätten Sie so dummes Zeug gefragt, wie A, finden Sie, dass er jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist? Mainz, mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Oh ja. Die haben gewonnen. Dortmund hat gewonnen. Und Bayern hat auch gewonnen. Gucke mal. Gucke mal im Pfeil nach links. Schalke. Haben verloren. Jo, das ist gut. Tabelle. Überblick. So. Ja, wir sind Vierter, aber haben durchaus den Anschluss gehalten. 4 Punkte, Dortmund und Schalke. Hamburg ist nicht so weit weg. Ein Punkt. Und machen wir den Pfeil da weg. Ich sehe nichts. Ah, 2 Punkte auf Mainz. Ja, das wird natürlich ein richtig krasses Duell jetzt gegen Mainz. Da geht es nämlich um Platz 4. Und für uns eventuell in Platz 3. Ja, wenn Hamburg verkackt, ja. Politiker im Überblick, okay. Haben wir ja gesehen gerade. So, gut, das war's Dorgan soweit. erstmal. 2 Tage und dann geht's gleich weiter. Trainersitzung machen Ja. Wieder wir. Ja und Amen sagen zu allem. Ja. 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 Oh. Beeindruckt, haha, ja. Ach so, wir sollen den loben. Müssen wir jetzt sowieso gleich mal vor dem Spiel auf jeden Fall mit den Spielern allesamt wieder unterhalten, dass die alle wieder den jetzt erstmal loben sollen wir den oder was? Ja. Ja, ist auch gleich das. Ja, denke ich auch. Ja, drück drauf. So, ich will noch weiter an den Eindrücken. Ja, Spitze ist jetzt, das reicht schon, ne? Beenden. Nicht hier das Ding noch versauen. So. Was ist beeindruckt von der Form von er denkt, dass er gute Motorisierung sich aufgrund seiner. Haben wir doch gemacht. Haben wir doch gemacht. Ja, haben wir da eigentlich, ja? Gucken wir mal. Nächster ungelesener Ratschlag. Ah. Mit Medien sprechen. Was will der denn? Hallo, mein Name ist Benedikt Born. Ich berichte für Deutsche Ach, über den Fußballkurier. Trainer sollen wir die wieder reden. Sprecher sagte mir, Sie möchten über Co-Adrians reden. Was war denn das? Ja, ist halt manchmal so. Übertrifft die Erwartungen trotzdem. Macht einen prima Job. Was auch mal bitte. Das ist interessant, aber was halten Sie von Menschen? Geht das wieder los? Sag es erst einfach und gut ist. Steht uns gut, bla bla. Nö, haben wir nicht. Gespräch beenden. Ja, wollte ich auch sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch Ja, sagen soll. eben. Trainer kenne ich jetzt nicht wirklich. Ne, ich auch nicht, also. Keine Nachrichten. Guck mal. Das war's jetzt ja auch. Pressekonferenz im Vorfeld. Nehmen wir teil.
So, die Woche gab es viele Spekulationen über die Zukunft des FC Bayern-Transfers. Peter Hermann. Es gab Kritik von Experten, einigen Fans verloren anscheinend die Geduld. Was denken Sie darüber? Keine Ahnung. FC Bayern-Transfers, FC Bayern-Trainers. Ist nicht meine Angelegenheit und deshalb antworte ich nicht auf diese Gerüchte. Ja, Ja. fertig. Maggiali hat sich sehr kritisch zu ihrem Team, Teamansprachen geäußert. Haben Sie vor, Ihre Fähigkeiten der Motivation zu verbessern? Drecksau, soll uns sagen. Ja, eben, nicht in die Öffentlichkeit gehört. Zack. Ja, Ich das ist denke nicht, nochmal klar. ja, genau. Sie müssen eine Niederlage nehmen, wie wir den Umstand ihr Team beeinflussen. Ja, das war im DFB-Pokal. Die Spieler können es nicht erwarten, sich zu revanchieren. Ja, eben. Na. So, war schon gut. Jetzt müssen wir Ja. nämlich mal noch mit ein paar Spielern quatschen. Ja. Das den. Wir wollen Revanche, ist klar. So, was noch? Sprich über Mainz, Alter, jetzt her, ja. Gut. Gut, dann machen wir jetzt ja. Nee, jetzt erstmal weiter vorgehen und dann sehen wir es ja, wer hier so gerade nicht gut drauf ist und so. Wolfsburg oder Bremen 1-1. Coffee berechtigt für Wichtige einen. Termine im Dezember, guck mal. Mainz-Freiburg. Coffee berechtigt für einen Profivertrag. Sportdirektor hat mit Ihnen über Markus Coffee heute 17 geworden, ist nun einen Profivertrag erhalten kann. Koffi hat 6 Einsätze in Freiburg bestritt sie eine große Zeit im Bayern-Nova-Stadion und sagte, er sei optimistisch, bla. Ja, gucken wir mal, was man da anbieten kann. Vertrag anbieten. Keine Ahnung. Einfach anbieten. Ja. Sind akzeptabel, ja, passt. Abschließen. Jo, jo, jo. Okay. So, jetzt hier Grips. Aha. Ja, gut. Dorian. Dogan. Heute, sehr gut. Jetzt auf jeden Fall nicht vorher drauf drücken, sondern erstmal bei Freiburg. Da oben, erstmal gucken, mit wem wir quatschen. Recht schlecht nämlich, Sog. Mit dem müssen wir auf jeden Fall mal quatschen. Ja, und Maggiadi, auf jeden Fall. Komplette Bank, recht gut bloß. Zaghaft, unwillig. Da sie nichts geändert hat, habe ich den Mädchen mitgeteilt, dass ich mit ihren Teamansprachen unzufrieden bin. Ich mache mir darüber keine Sorgen, das sollte sie auch nicht. Ich werde dann daran arbeiten, Sag wie. hier, guck mal bei bestimmt, den müssen wir eigentlich ein bisschen den Leviten lesen, ja. Ich sag, ist doof, dass sich die Antworten überhaupt nicht ändern. Ja. Finde ich scheiße. Ich mache mir doch keine Sorgen, das sehe ich sie auch nicht. Ich werde daran arbeiten, nö. Denk aber, lassen Sie zu sehen. Nee, nicht, nee, schon bestimmt nicht mal, ja. Aggressiv haben wir bisher nicht so gut hinbekommen. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber lassen Sie zu den Arbeit machen. Nö, wir stehen eigentlich nicht im Bedenken, das ist ja das. Ja, sag mal als letzter. Ich denke, wir werden die Diskussion jetzt beenden und später fortführen. Ich bin nicht vollständig mit Ihrer Handlungsweise zufrieden. Junge, du kannst so auf die Bank. Spacko. Echt mal, du blödes Dreckschwein. Guck mal bei dem noch, ob man den seine Leistung oder irgendeine Wichse gerade mal kritisieren kann oder sowas. Was da noch so dasteht. Ach Ich so, weiß bei das den. ist alles. Merken wir den gar nicht. Ja, momentan nicht. Dann fliegt er jetzt erstmal raus. Würde ich sagen. Wer kommt denn für Solche Maggi? Spieler müssen eigentlich gleich schön bestraft werden. Erstmal zack, weg. So, komplett raus. Reserve. Erstmal Hettenstadt dahin für den. Der kann da auch spielen, nämlich. Ja. Nehmen wir mit, weil ich jetzt Füße so. verletzt.
Den hier. Den, ja, der ist der Defensive. So, und der geht dann raus, der kommt dann hier. Na, hätten Dings da. So, und jetzt Schuster. Da sich nichts geändert hat, habe ich die Mädchen sich mit ihr. Der auch, na, ist schön. Es ist jetzt zum Kotzen, ey. Ich werde daran arbeiten, ich verstehe ihre Bedenken. Ich denke, wir sollten die Diskussion jetzt beenden und später. Nur bei zaghaft. Wenn mit dir Kuchen. Ich mache darüber keine Sorgen, das sollten sie auch nicht. Ja, echte. Das ist auch mal aggressiv. Nee. Ich denke, wir sollten die Diskussion. Na, mach das erste gleich. Nee, nicht vor, später fortführen. Entweder ändert der jetzt seine Moral oder der fliegt auch runter. Das hat man nicht bei Dings aussagen müssen. Ja, die aussagen müssen. So, jetzt mal hier seine Leistung oder sowas. Irgendwie, dass der halt ein bisschen nochmal steigt. Nicht nur okay, sondern wenigstens auch gut oder sowas. Aktuelle Form. Hey Leute, komm, wir machen es jetzt so mal ein bisschen anders. Ich mache ab hier mal einen Cut. Dann machen wir das mal schnell, weil das ist ja ein bisschen öde. Ne? Ja, wollte ich auch sagen. Das zieht sich jetzt hier und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wollte ich auch sagen. Bis gleich. Bis gleich. So. Hallo, da sind wir wieder und Danny kann ja, oder? Da gehen wir mal kurz wieder auf Nachrichten. Und zwar wollen wir gleich mal herzeigen. Ja. Genau, Dortmund beendet die Zusammenarbeit mit Klopp. Ey, da. Also, das krass. Könnte jetzt gleich heißen, dass wir vielleicht dorthin gehen könnten, ne? Andere. Felix Magath, genau. Ja, klar. So der perfekte Trainer dafür, genau. So, und oben drüber steht gleich schon wieder das Beste. Klopp geht zu Bayern. Oh Gott. Nee. Ah, Dortmund hat Ablöse dafür gekriegt. 2,3 Millionen, aha. Das finde ich jetzt ein bisschen zu... Ja. Das ist bescheuert, oder? Ja. Naja, gut. Das Macchiardi hat wieder an den Medien gewandt, oder was? Na? Gerüchtenvoll herrscht über dicke Luft. Scheint wegen Halbzeit das unzufrieden zu sein. Wir hätten denen das erste sagen müssen. Dass man eben so bestimmt und dass wir das nicht so sehen. Dann hätte der nämlich die Schnauze gehalten. Ja. Überdenkt, angelebt, ich meine... Naja, dann überdenkst du halt deine scheiß Zukunft im Verein. Hat er jetzt erstmal die Quittung dafür, hat er Pech? Ja. Ich meine, schlecht war er nicht zuletzt, hat immer mal sein Tor gemacht. Aber jetzt... Ist natürlich nicht so toll, dass gerade er da jetzt so rumjammert. Tja. Aber naja, muss er halt eben gleich ankommen. Und nicht hier im Medien. Ja, jetzt kriegt er erstmal die Quittung. Zug ist plus okay, kommen wir rein. Kruse würde ich sagen, weiterhin erstmal auf der Bank oder wie sieht's bei dem aus? Was willst du jetzt mit Zug? Noch schon eher reden, passt plus okay. Oh, warte mal, lass mal Kruse, wie sieht's bei dem aus? Nur 84%, ne, würde ich sagen, immer noch erstmal nur ein Wechselspieler. Ja. Und ja, machen wir das. Noch schnell mit Zug, schnell, das geht schnell, da machen wir, ich würde sagen, Leistung. Aktuelle Form. Hat sie etwas nachgelassen, versuchen sie die nächsten Spiele oder eine Schippe zu legen, würde ich sagen. Oh ja. So, gut, haben wir es nämlich. Und dann schauen wir mal, ob wir ja gegen Mainz jetzt gleich nachlegen können. Wäre gut. So, ja, jetzt auch mit Jendrisek mal als Hauptstürmer, weil... Na, hat man ja schon beim letzten Mal so geführt. Genau. So. Und weiter zur Teamansprache. Dann müssen sie auch mal vielleicht ein bisschen zusehen, dass wir mal was anderes sagen, was bestimmt ist vielleicht. Ich erwarte heute einen Sieg. Mal einfach das sagen, geht okay, raus und weiter. Alle. Das ist langweilig mittlerweile. Viel Glück da draußen, ihr werdet es brauchen. Nee, eigentlich nicht.
Wenn auch keine Underdogs. Nö, das würde ich jetzt auch nicht so meinen. Ich werde vor dem Spiel keine großen Reden schwingen, denn ihr wisst, was auf dem Platz zu tun ist, fertig. Kenn ich eigentlich, aber das Aber nicht unwillig, ja. bestimmt. Ja. Naja, egal, komm. Und wir sind heute schön rot-weiß. Nee. Nein, wir sind schwarz. Wir sind schwarz, ja, Entschuldigung. Und mit Mainz haben wir ja, wie gesagt, eine Rechnung noch offen. Ein Sieg sollte möglich sein. Was? Hoffenheim, 1-0 Bayern. Hey Leute, Elfmeter oder was? Ja, anscheinend. Jawohl! Sehr schön. Schuster! Der kann das gut, per Elfmeter. Freistöße von ihm sind ja auch immer ganz gut. Und jetzt haben wir ja ein schönes Tor. Und so zeigen sie sich. So, das ist ja wie im Pokal, da sind wir auch erstmal in Führung gegangen gegen Mainz. Hoffentlich. Das ist jetzt sowieso öfter, dass wir in Führung gehen und Irgendwie noch verkacken. dann verkacken wir es leider noch. Ja, und auch hier der Fall wieder unnötig. Gucken wir uns die Szene Sah nochmal aber an. aus wie im Foulspiel, ne? An Höhen gerade da. Sah nicht gerade sauber aus, was da war. Sehr unschön, Leute. Also auf jeden Fall. Eine Sauerei eigentlich. So, jetzt müssen wir gucken, dass hier Mainz nicht hier und schwer reinkommt. Durch diesen verkackten Ausgleich. Denn dadurch würden wir natürlich auch Platz 4 dann verlieren. Wenn wir hier verlieren sollten. Ich weiß nicht, wo wir mal auf dynamisch gehen. Würde ich eigentlich auch sagen, ne? Kannst du ja auch hier machen. Da spielweise. Wo? Ei. Da. Ne, das ist irgendwann. Ne, Spielstil dann. Daneben. Okay. Genau, und jetzt, ja, wir müssen irgendwas sagen, dass die eine Reaktion zeigen auch. Nee, wir erwarten schon ein bisschen mehr, ja, das ist ja. Ja, mal kritisieren. Gehen wir bestimmt wieder. Ich bin alles andere als zufrieden mit eurer gezeigten Leistung. So. Genau, jetzt sind sie nämlich heiß, zumindest. Und die zwei da nicht, die kann man einzeln noch anquatschen. Ich bin mit Ihrer Leistung heute nicht zufrieden. Aha. Jawohl. Komisch, dass es da, oder ist es genau das gleiche gewesen? Da auch nochmal. Ich sag's euch nochmal eins, dass ihr scheiße Haben bestimmt seid. nicht zugehört bei der Teamansprache. Ja. Ja. Abwesend, geistig. So, das werden wir mal sehen, wie heiß ihr seid. Machen wir noch. Ach, dynamisch hast du ja gemacht, ne? Habe ich schon gemacht, ja. Nicht zu offensiv werden, das ist dann auch wieder tückisch. Ja. Ach, der schießt da drüber. Gibt aber Ecke. Ach. Ach, Menno, Leute. Ja. Gespielt. Jetzt haben wir auch wenigstens mal hauptsächlich den Ball gehabt. Oh, da ist irgendwer noch verletzt oder was? Ungültiges Tor, Jan Rosenthal. Ah. Ich würde sagen, man kann ja mal nach dem Spiel nochmal ein Gespräch mit Rosenthal führen. Fällt mir nämlich was auf. Ach, bei Mainz ist das eh noch. Och nee. Alles nach vorne. Und wechseln am besten auch gleich nochmal. Auswechseln, so jetzt. Erstmal Schmied raus.
Schmied ist rechts, war. Also ja, jetzt kann Zug rein. So. Dann haben wir noch. Freies für Jendrisek. Ja, der spielt nicht gut von der Wertung her. So. Und ich würde sagen, Höhen ist auch nicht so dolle. Hinten nochmal zum Abziehen. Günther ist aber schlechter. Guck mal Günther an, was der für eine Wertung hat. Günther, nicht Günther, Günther. Oh, ja. Dann. Sorg. Sorg, ja. So, genau. Und jetzt zusammenscheißen noch. Irgendwas sagen ja, dass die was reisen sollen. Ja, das haben wir auch immer. Vorsichtig. Aggressiv, ja, das finde ich eine gute Leistung. Oh ja. Aggressiv. Ha? Machen wir mal. Den auch allen. Alle aggressiv anquatschen. Aber jetzt, jetzt raucht's. Und gleich alles nach vorne schmeißen. Reicht jetzt. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jedes Mal in Führung gehen. Jawohl, so, weiter, gleich weiter. Gar nicht umstellen. So, Freis. Ach ne, Rosenthal war's. Aua, am Tor beteiligt. Er hat den Ball durchgelassen. Elfmeter? Ne. Ecke. Komm Leute, da muss mehr kommen. Da ist jetzt mal Schuster verletzt. Oh, wir können nicht mehr wechseln. Ne? Oh. Jetzt spielen wir jetzt wohl zu 10 nur noch. So, ja. Na toll. 70. Da müssen wir uns mal vormerken beim nächsten Mal. Den letzten Wechsel vielleicht in der 70. erst zu machen. Ja. Ja, ja. Ja. Scheiße. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh. Das Leute voll auf Angriff nochmal. Das hat einfach keinen Sinn. Tja. Flaute. Bestraft worden dafür und somit ist Platz 4 weg. Jetzt geht's dann wohl leider los mit den weiteren Niederlagen. Eine unglückliche Niederlage mehr auf dem Konto. Vielleicht nochmal ein Angriff. Zeit läuft noch. Dauert aber alles viel zu lange. Ja. Können wir abschmeißen. Machen das jetzt hier sicher und gewinnen am Ende. Oh je, das ist natürlich richtig bitter. Ah, das ist eine Schmach gegen Mainz. Ja, eine Schmach nicht, aber es ist halt bitter, dass man dann so verliert. Weil man schon wieder in Führung gegangen ist und am Ende... Ja, kriegst du wieder das Maul. Keine Punkte hat. Mal ja aggressive Sachen hier. Ja, also, guck mal, ob das bei bestimmt auch da steht. Ja. Ja. Wohl. So, die anderen sind soweit heiß. Ist angespannt, soll ich dann auch sagen. Ja. Nicht zufrieden, nochmal extra sagen. So, na, sei es, ja. Tja. Erneut verkackt. Das ist natürlich bitter und Dortmund hat verloren. Schalke hat gewonnen.
Die wechseln sich jetzt auch gegenseitig ab mit den Plätzen. HSV hat verloren. Das ist gut für uns eigentlich. Na, ein Glück. Dann ziehen die nicht so ganz davon. Bayern hat gewonnen, nicht so gut für uns. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Bayern mit einem neuen Trainer. Oh ja. So. Ach, schon wieder jemand verletzt oder was? Meldet den Tor Dominik Berghoff an. Seine Erkältung leidet. Ach so. Das ist irgendeiner, was ich wollte. So. Zufriedenheit des Vorstandes. Zusammenfassend ist der Vorstand absolut begeistert von der Art, wie sie das Team führen. Die fantastische Leistung des Teams in der Bundesliga war ein besonderes Highlight. Ein paar der Fans äußerten jedoch ihre Besorgnis über Oliver Baumanns Leistung und dies ist etwas Das stimmt unbefriedigend. aber, der hat ganz schön viel Scheiße manchmal jetzt reingelassen. Ich meine, unsere Gegner hatten jetzt nicht unbedingt immer die Überchancen. Wir hatten ja jetzt gegen Mainz zum Beispiel auch Ja. teilweise das Spiel gemacht. Also ist er nie. Unsere Abwehr bzw. unser Torhüter, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Leistung, ne? Aktuelle Form, genau. Das sagst du, Zweiter. Sie müssen auf einem hohen Niveau spielen, wenn sie. Ja. Gut. Gut. Ja, würde ich sagen, Dorgan, dass wir hier die Sonntagspartien mal noch haben. Ach, und dann wollte ich ja noch was sagen. Da müssen wir noch ganz mal kurz rein. Jo, tatsächlich Fünfter. Bayern jetzt direkt hinter uns. Wir müssen noch was sagen. Ich muss noch mal zu den Spielern hier. Wo waren Oh, sie? hoffentlich werden wir jetzt nicht durchgereicht. Im Moment sieht es ja echt danach aus. Vom 3. auf den 5. innerhalb von ein paar Folgen jetzt. Oh ja. Innenstedt spielt nun bevorzugt Flankenwechsel. Nach Stunden harter Arbeit im Training auf dem Platz spielt er jetzt gerne Flankenwechsel. Kurs Entwicklung. Dennis Klose. Jo. Oh, interessant. Okay. Dogan. Aber nein, halt, erstmal will ich noch mit dem. Ja, eigentlich sind wir ja sowieso am Ende jetzt, würde ich sagen. Ja, Ja, auf gut. jeden Fall. Dogan. Und Und zwar will ich, das will ich gucken, ob das geht. Und zwar will ich, dass Rosenthal an seinem Pass, Spiel irgendwie arbeitet. ja, das können wir ja auf Screen machen. Das können wir ja jetzt noch gucken. Ja, gut. Und Dann machen wir dann das würde ich aufs Screen. Was seht ihr sagen, dann? morgen geht's weiter und ich hoffe, wir finden wieder drin die Erfolgsspur. Hoffen wir auch. So, gut. Tschüss. Tschüss.